Gute Spieler verstehen und spüren vor allen Dingen, wie sie den Körper einsetzen müssen, um mit ihm Effekte zu kreieren, die den Schläger harmonisch und schnell um den Körper herumschwingen lassen. Dabei agiert der Körper als absolut zentrierte Drehachse und der Schläger und die Arme schwingen um diese Drehachse. Dabei entsteht mühelose Geschwindigkeit und die Arme bleiben vor allen Dingen im Durchschwung gerade, obwohl man sich überhaupt nicht darum bemüht. Wenn du glaubst, Drehung sei ein wichtiger Schlüssel dafür, dann wird dein Schwung eher so aussehen. Anstatt sogar gegenläufig zum Schläger zu agieren, folgt der Körper dem Schläger. Sieht unsportlich aus, undynamisch, die Arme sehen nicht schön aus. Und wie du diese Effekte auch in deinen Golfschwung kreieren kannst, was ich genau damit meine, werden wir jetzt in diesem Video besprechen. Ich habe bisher noch keinen Golfer erlebt, der bei dem Versuch, die Schultern zu drehen, einen besseren Golfschwung erzeugt hat. Lass mich ganz kurz auf die Probleme eingehen, die ich sehe, sodass du die richtige Bewegung deutlich besser nachvollziehen kannst. Direkt danach kümmern wir uns darum, wie die richtige Bewegung aussieht und wie du diese mittels einer tollen Übung sofort in deinen Golfschwung richtig integrieren kannst. Die beschriebene Bewegung gilt mit den Eisen, aber auch genauso mit dem Driver. Wenn ich versuche, die Schultern zu drehen, ist es unweigerlich so, dass der Kopf ganz stark nach rechts weg vom Ziel wandert. Und du siehst schon, von hier habe ich keine Chance, immer erst den Ball und dann den Boden zu treffen. Ich werde fette Treffer und dünne Treffer abwechselnd schlagen. Wenn ich versuche, die Schultern zu drehen, kommt es dazu, dass die Schultern viel zu flach bewegt werden. Aus dieser Position möchte der Schläger jetzt weg von mir schwingen. Hackentreffer und getoppte Schläge kann ich nun nicht mehr wirklich verhindern. Wenn ich die Schultern drehe, kommen die Arme auch viel zu eng an den Körper. Aus dieser Position wird jetzt ein reines Zuschlagen aus den Armen nur noch möglich. Das bedeutet, ich löffle, der Schlägerkopf überholt die Hände, ich kreiere viel zu viel Schlagflächenneigung und ich mache aus meinem Eisen 8 ein Eisen 9 oder vielleicht sogar ein Pitching Wedge. Super hoch, aber definitiv nicht weit. Es ist auch so, dass wenn ich versuche, voll aufzudrehen, ich komischerweise gar nicht wirklich in eine volle aufgedrehte Position kommen kann. Und von dort habe ich natürlich gar keine Chance mehr, in den Abschwung höchstmögliche Geschwindigkeit zu kreieren. Denn auch im Abschwung wollen wir eben nicht drehen. Wenn ich im Abschwung den Oberkörper drehe, dann siehst du, der Oberkörper geht stark in Richtung Ziel. Eine Position, die wir bei so vielen Golfern sehen. Wenn ich aber mit dem Oberkörper in Richtung Ziel gehe, habe ich keine Chance, eine gute Armstruktur zu bekommen. Wenn ich jetzt hier meine Arme strecken würde, dann würde ich das Gleichgewicht verlieren. Das lässt der Körper natürlich überhaupt nicht zu und deswegen ziehst du eben ein ums andere Mal in deinem Schwung die Arme noch an. Der Hintergrund ist, wir wollen schlicht und ergreifend im Golfschwung nicht einfach nur drehen. Diese Bewegung ist eine reine Rotation. Der Begriff ist einfach sehr irreführend, denn wir wollen die Schultern im 90-Grad-Winkel zu der vorgeneigten Achse der Ansprechhaltung bewegen. Das ist diese Bewegung. Und um diese Bewegung durchzuführen, muss ich neben einer Drehung eine Streckung durchführen. Das, was man so häufig hört, man soll sich nicht aufrichten, doch man soll sich strecken im Rückschwung, unbedingt. Dies wird aber eben kombiniert mit einer seitlichen Neigung nach links und eben der Rotation. Gerade wenn ich nur versuche zu drehen, komme ich auch gar nicht voll aufgedreht in die Position. Mehr geht nicht und ich habe hier eine richtige Belastung im Wirbelsäulenbereich. Gerade wenn ich jetzt die seitliche Neigung und die Streckung hinzufüge, das habe ich jetzt gerade gemacht, sehe ich viel besser gedreht aus und entlaste sogar den Körper. Es ist keine weitere Belastung. Es ist einfach nur diese Bewegung und diese Bewegung, die dann sogar eine leichtere Rotation in der Wirbelsäule mit sich bringen. Was machen denn die Spieler, die eine so schöne Drehung haben? Sie kombinieren permanent im Verlauf des Rückschwungs das Strecken mit dem richtigen Maß an seitlicher Neigung und Drehung. Streckung, seitliche Neigung, Drehen. Das passiert natürlich nicht nacheinander, wie ich es jetzt gerade zu Demonstrationszwecken vormache, sondern in einer flüssigen, harmonischen Bewegung. Aber diese Bewegung fühlt sich eben überhaupt nicht nach Drehung an. Was kannst du machen, um diese Bewegung richtig durchzuführen? Ich empfehle dir erstmal, den Schläger wegzunehmen und darauf zu achten, dein Brustbein quasi rauszupressen, den Brustkorb so richtig in eine Dehnung zu bringen. Und zwar ist das Gefühl jetzt nach rechts hinten oben.
das Brustbein so richtig rauszudrücken und in diese Dehnung zu kommen. Ich mache es bewusst ein wenig übertrieben vor, ganz so extrem soll es mit Ballen nicht aussehen. Wie immer, es macht Sinn, eher diese Gefühle relativ extrem durchzuführen. Man ist immer dann überrascht, dass es mit Ball gar nicht so extrem aussieht, wie man es dann macht. Aber im Probeschwung darf das gerne ein wenig maximiert sein. Du wirst sehen, wenn du das Gefühl hast, so richtig das Brustbein nach rechts hinten oben rauszudrücken, dass automatisch eine Streckung kommt. Das bedeutet als Checkpunkt, als wichtigen, dass zwischen dem rechten Oberschenkel und der rechten Oberkörperseite eher eine Gerade ist, also keine Beugung. Wenn ich nur drehe, habe ich hier einen deutlichen Knick. Und mit diesem Gefühl, das Brustbein da hinten oben rauszupressen, habe ich eine Gerade. Das ist das Zeugnis, dass ich mich auch gestreckt habe. Gleichzeitig wird dieses Gefühl auch eine seitliche Neigung nach links produzieren. Du siehst jetzt keine gerade linke Seite. Genau das passiert, wenn ich nur drehe. Sondern wenn ich das Brustbein nach rechts hinten oben rausdrücken möchte, komme ich in die seitliche Neigung nach links rein. Genau das gleiche Gefühl machen wir uns jetzt auch im Durchschwung zunutze. Und jetzt werden wir unser Brustbein nach links hinten oben rauspressen wollen. Und zwar sieht das dann so aus. Neben der Tatsache, dass mein Brustbein nun wirklich nach oben auch zeigt, habe ich das Gefühl, dass die Gürtelschnalle nach oben zeigt. Und hier möchte ich das Strecken wirklich total maximieren. Also nicht nur eine Gerade haben, sondern du siehst, die linke Körperseite ist sogar noch weiter hinten als eine Gerade. Also definitiv nicht nach vorne geneigt. Das wäre eben die reine Drehung, die wir im Durchschwung auf keinen Fall haben wollen. Sondern ich mache das so stark nach links hinten oben, dass der Oberkörper sogar nach hinten geneigt ist. Dennoch ist mein Gewicht unbedingt auf dem linken Fuß. Oberkörper nach hinten geneigt muss nicht heißen, soll nicht heißen, Gewicht ist rechts, sondern Gewicht ist definitiv links. Auch hier haben wir dann die seitliche Neigung nach rechts, die wir unbedingt im Durchschwung brauchen. Wir empfehlen euch einen Aufenthalt im wunderschönen Golfresort das Achental nahe des Chiemsees. Genieße das stilvolle bayerische Ambiente mit ausgezeichneter Küche, einem hervorragenden Golfplatz und perfekten Trainingsbedingungen. Wenn du mit diesem Gefühl nun einen Schläger in die Hand nimmst, wirst du einen tollen Effekt feststellen. Nämlich die Tatsache, dass der Körper jetzt total zentriert bleibt und so eine richtig stabile Drehachse wird, die den Schläger total flüssig um einen herum beschleunigt. Wenn ich den Oberkörper immer quasi dem Schläger hinterher bewege, dann entsteht gar kein Schwingen im Schläger, gar keine Geschwindigkeit und es sieht auch überhaupt nicht sportlich aus. Wenn wir dieses Gefühl des Brustbeins rausdrückens nutzen, dann spüre ich jetzt so richtig Pendeleffekte. Ich merke so richtig, wie der Schläger anfängt, total sinnvoll um mich herum zu beschleunigen, ohne dass ich in den Händen und Armen zumindest viel Aufwand betreiben muss. Im Körper fühlt sich das sicherlich nach Bewegung an. Manchmal denkt man, um so zentriert zu bleiben, muss ich mich wenig bewegen. Nein, der Körper hat schon eine signifikante Aufgabe der Bewegung. Aber die Arme, wirst du dann merken, bleiben auf einmal so richtig schön lang, obwohl du es gar nicht versuchst. Sie haben einfach keine Notwendigkeit mehr, sich aufgrund der falschen Körperbewegung anzuwinkeln und ich merke vor allen Dingen im Durchschwung, der Schläger zieht quasi einfach nur noch die Arme lang. Ich versuche sie gar nicht durchzudrücken, sondern es entsteht einfach so ein richtig freies Schwingen des Schlägers und die Arme folgen einfach diesem Schwingen, unterstützen es und das ist eben genau richtig. Die ersten Schläge mit Ball solltest du unbedingt in beide Richtungen mit eher geraden Armen machen, weil du dann viel besser spürst, wie sich der Körper bewegen muss, um eben den Schläger ins Schwingen zu bringen, in eine Beschleunigung zu bringen, ohne die Hilfe der Arme. Du wirst merken, dass wenn du das Brustbein so richtig nach rechts hinten rauspresst und damit der Oberkörper schon quasi nach links geht, ich übertreibe natürlich hier, beschleunigt der Schläger schon nach hinten oben. Und wenn ich jetzt das geschickt genau in die andere Richtung im Durchschwung mache, nun das Brustbein nach links hinten oben presse und damit der Oberkörper nach hinten weg vom Ziel geht, das beschleunigt den Schläger so richtig deutlich nach vorne. Ich merke richtig, wie der Schläger weg von mir schwingen möchte, wie ich wirklich wie so auf einem Pendel den Schläger ganz harmonisch beschleunige.
Natürlich ist das irgendwo ein Aufwand des Körpers, aber eben überhaupt nicht der Arme. Ich komme dann dadurch auch richtig schön automatisch mit den Händen vor den Ball. Wirst du merken, dass der Ball flach startet und eine richtig hohe Energieübertragung hat, weil du überhaupt nicht falsch mit den Händen eine Bewegung durchführen kannst. Gefühlt gerade Arme, Brustbein nach rechts oben drücken und dann nach links oben. Und mit dieser kleinen Bewegung kam schon richtig satter Ballkontakt und richtig viel Länge zustande. Wie du siehst, sind die Arme im Rückschwung nicht absolut gerade gewesen. Es war mein Gefühl und bei niemandem ist es tatsächlich so, dass die Arme ganz gerade sind. Müssen sie auch nicht. Es geht wirklich einfach darum, dass du die Arme so passiv lässt mit diesem Gefühl, dass du eben gezwungen bist, die Effekte über den Körper zu erzeugen. Jetzt werden wir gerne zulassen, dass die Arme im Rückschwung nun in eine normale Ausholposition kommen. Im Durchschwung würde ich dir aber empfehlen, weiterhin nur gerade Arme zu haben und nicht in ein normales Finish zu gehen. Und wirklich zu spüren, wie du quasi auf dem Kreisbogen über dieses Schleudern des Oberkörpers den Schläger beschleunigst. Und wirst merken, dass du selbst mit einem gefühlt dadurch kürzeren Finish sogar weitere Bälle schlägst als sonst. Das sieht dann so aus.